Kapitel 32. Stille erfüllte den Gerichtssaal, als Tyrande auf ihren Platz zurückkehrte. Jaina konnte die Intensität beinahe spüren, mit der alle Anwesenden Garrosh Hölschrei anstarrten. So viele Leben, so viel Schmerz, so viel Zerstörung, alles durch die Hand eines einzigen Orks. Ein Ork konnte eine Person wirklich mehr Schaden anrichten als ein ganzes Volk? Ein Ork, der dort unten saß, ein sauberer Schwerthieb, ein gezielter Feuerball und es wäre vorbei. Garrosh würde nie wieder jemanden schaden. Nie wieder. Ihre Finger sehnten sich danach, einen solchen Zauber in die Luft zu zeichnen. Ein Moment später erhob sich Bane Bluthoof. Das Geräusch seiner Hufe klang in dem stillen Saal unglaublich laut und Jaina spürte unwillkürlich Mitleid mit dem Tauren und seiner unmöglichen Aufgabe. Er stellte sich vor seinen Tisch, sammelte seine Gedanken und richtete das Wort dann an die ernsten, schweigsamen Himmlischen. Ich weiß, ihr erwartet, dass ich jetzt ein leidenschaftliches Plädoyer für Gnade halte, dass ich an eure Weisheit und euer Mitgefühl appelliere. Vielleicht tue ich das später auch. Ich habe mich noch nicht entschieden. Was ich zunächst sagen möchte, hat nichts mit Garrosh Hölschrei zu tun. Es geht dabei um mich. Er verschränkte die Hände hinter dem Rücken und begann langsam, den Kreis auf den Boden abzuschreiten. Als ich gebeten wurde, Garrosh zu verteidigen, da verspürte ich keinerlei Verlangen, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich beneidete Shaw Whisperwind nicht nur, weil sie vermutlich gewinnen würde, sondern weil ich tun wollte, was sie hier getan hat. Er trat vor Tyrandes Tisch. Sie blickte ihn neugierig, aber auch skeptisch an, als er den zweiten Stein in die Hand nahm. Den Stein aus der Makora-Arena, wie Jaina nun sehen konnte, war er tatsächlich blutbefleckt. Vermutlich hatte Tyrande ihn aus genau diesem Grund ausgewählt. Gut möglich, dass es das Blut von Kern war. Tyrande kniff die Augen zusammen, hielt ihn aber nicht zurück. Und Bane schritt weiter an dem Kreis entlang. Wie befriedigend es gewesen sein muss, diese Steine zu sammeln. Daran zu denken, was an diesen Orten geschehen ist, wie tragisch und sinnlos diese Ereignisse waren. Er schloss die Hand um den kleinen Stein. Neben Chromi zu sitzen und die Zeit selbst zu durchkämmen. Beweise für alle seine Verbrechen zu finden und dann vor die Geschworenen treten zu können und zu sagen, schaut her, seht das an und fühlt es. Das ist das, was Garrosh getan hat. Was tut er da? Fragte sich Jaina. Gibt er einfach auf? Gesteht er ein, dass es von Anfang an hoffnungslos war, Hölschrei zu verteidigen? Also ging ich nach Donnerfels, dem Zuhause, das mein Vater und Kriegshauptling Trall für mein Volk gegründet hatten. Ich atmete die Luft meiner Heimat, saß auf ihrem roten Fels und fragte meinen Vater, was soll ich tun? Bane deutete zu den Rängen hoch, wo Kador Wolkenlied saß. Ich bat um eine Vision und sie öffnete sich mir. Die Stimme des Taurens zitterte leicht und er hielt den Stein in die Höhe, der womöglich mit dem Blut seines Vaters befleckt war. Mein Vater wusste, dass ich nicht damit leben könnte, wenn ich diese Entscheidung nur auf Grundlage meines Hasses und meines Schmerzes fällte. Er wusste, dass ich Ja sage und Garrosh verteidigen musste, so gut es mir nur möglich wäre, ungeachtet des Ausgangs. Denn andernfalls würde ich nie Frieden finden. Er wusste das, weil er mich kannte und weil mein Vater, der durch Garrosh Hand starb, dasselbe getan hätte, wäre er noch am Leben. Also erklärte ich mich einverstanden, Hölschrei zu vertreten. Ich verbrachte viele Stunden damit, mit Kairos nach Ereignissen in der Vergangenheit zu suchen, ebenso wie Tyrande es zuvor getan hatte. Und ich musste feststellen, dass es unmöglich ist, Garrosh wirklich zu verteidigen. Es geht einfach nicht. Die einzige Verteidigung bestand darin, über diese Ereignisse hinauszublicken und sich dem zu widmen, was wirklich zählt. Bane blickte auf den Stein in seiner Hand hinab. Die Hande hatte keine Mühen gescheut, um diese Steine für ihr Abschlussplädoyer zu finden. Ich will das nicht schmälern. Ich bin sicher, es war äußerst schmerzhaft für sie und sie hat sich viele Gedanken über ihre Bedeutung gemacht. Aber so zutreffend ihre Argumente auch waren, so war es doch nur eine Präsentation. Eine Vorführung, genau wie die Vision der Zeit und genau wie der Dunkelmond Yarmagd
mit dem dieses Verfahren so verächtlich verglichen wurde. Er blickte zu den Geschworenen hoch und zermalmte den kleinen Stein zwischen seinen mächtigen Fingern. Das ist alles bedeutungslos. Jaina spürte Wut in sich aufsteigen. Empörung. Wie konnte er das tun? So leichtfertig zu zerstören, was eine wertvolle Erinnerung an seinen Vater war. Überall in der Arena konnte man Laute des Missfallens hören, aber als Taranzu nach dem Hammer griff, verstummte das Gemurmel abrupt. Unbeeindruckt von den Reaktionen, öffnete Bane die Hand und ließ den Staub auf dem Boden rieseln. Das ist, wozu wir alle letzten Endes alle werden. Ob nun Fels, Bäume, Feld- und Waldtiere, Tauren, Nachtelfen, Orks. Wir werden alle zu Staub. Und das ist unwichtig. Es ist unwichtig, dass wir sterben. Was zählt, ist, wie wir gelebt haben. Er sah sich im Gerichtssaal um. Sein Blick war nun etwas herausfordernd. Nur wenn es Leben gibt, kann es Veränderungen geben. Nur wenn wir leben, können wir einen Freund trösten, ein Kind aufziehen, eine Stadt erbauen. Mein Vater hat gelebt, ein erfülltes und gutes Leben. Er hat mich viel gelehrt. Jetzt richtete er seine Augen direkt auf Jaina und Anduin. Er sagte einmal, es ist leicht zu zerstören, aber etwas zu erschaffen, das von Bestand ist, das ist eine Herausforderung. Der Tauren griff nach dem nächsten Stein, dem aus Taramor, wo er mit Jaina und Anduin über so viele Dinge gesprochen hatte. Ich könnte Gaosh Hishrei Schädel mit diesem Stein zertrümmern. Oder ich könnte den Stein benutzen, um eine Stadt zu bauen. Ich könnte Getreide damit zermahlen oder ihm zum Kochen hitzen. Ich könnte ihn mit heller Farbe bemalen und ihn in einer Zeremonie zu Ehren der Ehrenmutter verwenden. Was immer wir mit diesem Stein tun, früher oder später zerfällt er zu Staub. Wichtig ist nur, wofür wir ihn verwenden, während wir leben. Und ich glaube, wenn wir in unser Herz blicken, vorbei an der Furcht und den Namen, die es umgibt, erkennen wir alle, dass das wahr ist. Wir alle haben Dinge getan, für die wir uns schämen. Wir alle haben Dinge getan, die wir gerne ungeschehen machen würden. Jeder hier trägt in sich das Potenzial, seine eigene Version von Gaosh Hishrei zu werden. Das wurde mir klar, als ich die diversen Visionen sah, die hier präsentiert wurden. Ich sah es bei Durotan, der Telmor angriff, aber später wegen seiner Überzeugung von seinem Volk verstoßen wurde. Ich sah es bei Gakorg, der eine hohe Position bei den Kokron aufgab, weil er nicht ertragen konnte, was er vier Jungen antun sollte. Ich sah es bei König Varian. Bane deutete mit dem Finger auf die Ränge. Einst lag euer Schwert an der Kehle einer Frau, die wehrlos war und nur ihr Nachthemd trug. Und heute seid ihr beide Freunde und Verbündete. Alexstrasza, die so grausam missbraucht wurde. Ihre Vergebung ist so tief wie ihr Leid, weil sie weiß, was wir alle wissen sollten, dass dies der einzige Weg ist. Er blickte noch einmal Jaina an und seine Augen waren voller Mitgefühl. Die Lady von Taramor, das es nicht mehr gibt, hat Verlust und Betrug durchlitten. Sie ist kein Aspekt und wir haben von ihr Trauer und ihren Zorn gehört. Aber sogar sie hat es begriffen, sie will nicht so sein wie Gaosh. Bane richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Himmlischen, die ihn aufmerksam beobachteten. Tyrande spricht von wahrer Gerechtigkeit. Ich glaube, ihr wisst, was das ist. Und ich bin sicher, dass wir sie heute sehen werden. Ich danke euch. Bane mochte nicht alle überzeugt haben, aber zumindest Jaina hatte seine Worte bis ins Mark getroffen. Ihre Gedanken und ihr Herz rasten, als sie den Saal für die zweistündige Pause verließ. Kallek fragte, ob sie mit ihm speisen wollte, aber sie lehnte höflich ab. Ich muss nachdenken, sagte sie, und er nickte, seine Augen von Trauer erfüllt, obwohl er lächelte. Jaina kaufte eine Schale Nudeln und zog sich in einen abgelegenen Bereich des Tempels zurück, wo sie im Schatten eines Kirschblütenbaumes aß. Sie mochte Nudeln und die Aussicht war atemberaubend, aber sie ignorierte beides, während sie, wie mechanisch, das Essen in ihren Mund schob und kaute. Jaina beneidete die Himmlischen nicht um ihre Aufgabe. Sie dachte über all die Dinge nach, die sie gehört und gesehen hatte, und über die Dinge, die man sie zu sagen gezwungen hatte. Sie dachte an Kindi, deren Munterkeit in scharfem Kontrast zu ihrer Ernsthaftigkeit bei der Arbeit und ihrem starken Willen gestanden hatte. Sie dachte an Kallek und die Entscheidung, mit der er noch immer rang. Sie liebte ihn, daran gab es keinen Zweifel.
Aber sein Herz, das besser, stärker und gütiger als ihres war, wie sie mit einem Anflug von Verbitterung erkannte, konnte ihren ätzenden Hass nicht ertragen. Ihr war klar, dass ihn das verletzte. Es gab nur zwei Möglichkeiten für ihn. Entweder er blieb bei ihr und blieb verletzt, oder er verließ sie und seine Wunden würden verheilen. Was für eine Entscheidung, dachte sie. Aber Bane hatte recht. Sie wollte nicht so sein wie Garrosh. Und falls ihre Rolle vertauscht wären, was würde Höschrei ihr dann antun? Lady Jaina? Es war GRG, einer der Gerichtskuriere. Er verbeugte sich. Verzeiht die Störung, aber ich habe eine Nachricht für euch. Er hielt ihr eine Schriftrolle hin, und als sie das Siegel sah, erblasste Jaina. Das Symbol der Horde war in dem roten Wachs unverkennbar. 1000 Gedanken schossen durch ihren Kopf, einer schrecklicher als der andere, während sie das Siegel brach und die Schriftrolle mit zitternden Fingern ausbreitete. Es hat lange gedauert, bis ich erfuhr, was in Dalaran geschah. Ihr wart eine Frau des Friedens, aber das ist nun vorbei. Garrosh verbrennt die Erde, und die Toten sind nicht die einzigen Opfer. Ich verurteile euch nicht, und ich hasse euch nicht ganz gleich, welche Gefühle ihr Garrosh gegenüber hegt, oder der Horde. Wir alle haben mit unseren Dämonen zu kämpfen. Wie? Sie las die Nachricht mehrmals, bevor sie schließlich langsam zu lächeln begann. Soll ich eine Antwort überbringen, Lady Jaina? Fragte Gia. Ja, nickte sie. Bitte sagt dem Kriegshäuptling, dass ich für sein Verständnis dankbar bin. Gewiss, my lady. Der Pandaren verbeugte sich und eilte davon, um ihre Botschaft zu überbringen. Sie blickte ihm nach und wärmte sich an dem Lächeln, das noch immer auf ihrem Gesicht lag. Anschließend blickte sie auf das geschäftige Treiben vor dem Tempel hinab. Nur eine Gestalt dort unten hatte blau-schwarzes Haar und sie unterhielt sich gerade mit Varian und Anduin. Noch während Jaina hinsah, schüttelte der blaue Drache den beiden Handmenschen die Hand und begann zum Ausgang zu schreiten. Er sah niedergeschlagen aus. Er geht. Die Schriftrolle von Vol'jin fest umklammert, rannte sie los. Kalleck! Rief sie, ohne auf die Köpfe zu achten, die sich dabei in ihre Richtung drehten. Kalleck! Ihre Füße hasteten über den Pfad, sprangen leichtfüßig über Wurzeln und Lücken zwischen den Stufen hinweg. Als sie näher kam, teilte sich die Menge, aber das registrierte sie kaum. Galt ihre ganze Aufmerksamkeit doch Kallegos. Sie sandte ein Stoßgebiet zum Licht, dass er nicht in der Menge verschwinden würde. Kalleck! Er verlangsamte seine Schritte. Dann blieb er ganz stehen, den Kopf geneigt, als würde er lauschen. Schließlich drehte er den Kopf und seine Augen schweiften über das Meer von Gesichtern. Ein Moment später trafen sich ihre Blicke und seine Miene erstrahlte wie die Sonne. Auch Jainas Herz quoll schier über vor Freude, während sie die letzten Meter zu ihm hinübereilte und sich in seine ausgestreckten Arme warf. Vor den Augen der Menge küssten sie sich überglücklich und sehnsuchtsvoll, und Jaina war unendlich dankbar. Garrosh Höllschrei hatte ihr genug genommen. Das hier würde er nicht zerstören. Sie würde er nicht zerstören.